Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen neuen Pile-Up Glitch zeigen. Hier könnt ihr super auf Headshots gehen oder auf Highround spielen. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und zwar Leute, wenn ihr euch rüber teleportet habt, dann lasst diese Tür hier rechts bitte zu. Die muss unbedingt geschlossen bleiben. Am besten nimmt die Route, die ich nehme. Und zwar ist das hier diese Tür erstmal. Die kauft ihr auf. Danach geht ihr hier rechts die Treppen hoch und kauft diese Tür. Und dann könnt ihr den ersten Reaktor aktivieren und schon mal aufladen. Wenn ihr den Reaktor dann aufgeladen habt, dann lauft am besten den gleichen Weg wieder zurück, und zwar hier hoch. Dann laufen wir hier rechts runter, springen einfach hier runter. Und als nächstes öffnen wir die Tür links neben dem Tombstone Perk. Neben dem Grabstein Perk. So, dann lauft hier rechts lang. Hier hoch, öffnet die Tür, und wenn ihr hier runter springt, könnt ihr nun den zweiten Reaktor aktivieren und aufladen. So Leute, wenn ihr das dann nun auch gemacht habt, dann öffnen sich unten die Türen und hier müsst ihr dann rausgehen. Wenn ihr dann hier aus dieser Tür geht, kauft diese Tür frei und ihr seid im Waffenlabor, und wir sind jetzt hier im Zelt. Das ist ganz wichtig Leute, weil hier findet der Glitch statt. Wenn ihr jetzt hier im Zelt steht, werden sich die Zombies alle vor euch versammeln. Auch die beiden Boss-Zombies, Leute, die werden sich hier versammeln. Und ihr könnt easy auf Headshots gehen oder auf High Rounds oder was auch immer ihr wollt. Falls ihr vorne den Schrott aufsammeln wollt oder die Power-Ups aufheben wollt, das könnt ihr gerne machen, Leute. Die Zombies werden zwar auf euch zukommen, aber wenn ihr zurück hier reingeht, dann laufen die wieder zurück. Ganz wichtig, Leute, hier habt ihr Munition, könnt immer wieder nachkaufen. Und diese Tür hier und die Tür muss auf jeden Fall geschlossen bleiben. Falls ihr euch nun fragt, wie punche ich denn meine Waffe oder geht das überhaupt? Das geht Leute, und ich zeige euch jetzt, wie ihr das Ganze macht. Und zwar Leute, lauft ihr hier wieder zurück zum Helipad. Dann lauft ihr hier links entlang zu dem Tor. Lauft ihr hoch. Und dann könnt ihr hier diese Tür aufkaufen zur Skybridge. Dann lauft durch die Skybridge Leute, springt hier runter. Und wenn ihr dann hier rausgeht, könnt ihr auch den dritten Reaktor aktivieren und beschützen. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann könnt ihr natürlich zurück zum Spawn laufen und Packer Punch aktivieren. So. Dann öffnet sich ganz normal Packer Punch. Ihr könnt dann punchen und wieder zurück zum Spot. So Leute, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.